Herzlich willkommen. Ganz kurz, Schuhe ausziehen. Wichtig. Tradition. Tradition, Schuhe ausziehen. Sehr, sehr wichtig. So, die Triss, jetzt will ich gerade zu guten Tag. Tag. Hallo. Servus. Hallo. Alles gut, was geht? Ja, das hat's euch gerade. Ja, ich nicht, ne? Hallo. Hallo. Also, wie gesagt, wir haben auch schon ein paar Spiele vorbereitet. Sie kennen die Regeln. Idris, ich würde dich gerade bitten, einmal aus der Box zu ziehen. Mhm. Also aus anderen Reihen. Okay. Kostüm, Sprache und Beruf. Nicht zeigen, das ist wichtig. Erst hin. Genau. Dann würde ich dich bitten, du hast 60 Sekunden Zeit, dich hinten umzuziehen. Geh gerade hinter den Vorhang. Ja. Ich sag dir aber, die Sekunden laufen. Ab. Jetzt. Genau, in der Zwischenzeit habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, du hast ja eben gesagt, dass Migration in deinen Büchern keine Rolle mehr spielt. Woran liegt das? Ja, das liegt daran, dass ich seit meiner Ankunft in Deutschland, beziehungsweise in Ludwigshafen, habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und dann habe ich im Laufe der Zeit festgestellt, dass Migration kein neues Thema ist. Mhm. Die Menschheit oder die Menschen, seit sie auf der Erde leben, sind sie ständig im Auswandern. Mhm. Ja, stimmt, daher ja, ja. Denke ich, warum eigentlich? Und jetzt setze ich mich mit den anderen Themen, mhm, die uns alle Menschen angehen. Okay. Sie haben ja eben gesagt, dass Sie leben ja schon immer in Ludwigshafen. Ja. Warum Ludwigshafen? Ja, ich bin in Ludwigshafen, ja, nach Ludwigshafen gekommen und hier geblieben und keiner hat mich hier abgeholt. Okay. Okay, Idris, 3, 2, 1. So, wir müssen jetzt erraten. Hallo! Oh, okay. Warum lachst du so? Du musst nicht mich spielen. Versteh ich nicht, Alter. Was ist los, Bauschaller hier? Okay, warte. Gewandt. Leute! Ich wusste schon. Essen, müsst ihr was essen, oder was ist los bei euch, Alter? Was ist das? Habt ihr keinen Hunger, oder was? Ich geb euch Schubs. Verkäufer? Was ist das? Du musst schon mal nachdenken, Alter. Wo sind wir hier, Alter? Schuld, ich meine Pistole raus, Alter. Was ist los? Okay, keine Ahnung. Wo sind wir hier, Alter? Was ist das? Was ist das für ein Beruf? Was ist das für ein Beruf? Du musst schon mal nachdenken, Alter. Wo lebst du denn heutzutage, Mann? Gewandt. Sagst du mir? Arabisch, irgendwie. Hast du Hunger? Cowboy. Hast du Hunger? Koch. Hast du Hunger? Service. Hast du Kellner. Hunger? Mann, Digga, hast du Hunger? Ich hab keine Ahnung. 15 Sekunden. Hast du Hunger? In mich brauchst du nicht fragen, ich hab immer Hunger. Hast du Hunger? Ja. Worauf hast du Hunger? Auf Döner. Hab ich schnell. Ich geb dir Obst, ich geb dir Fleisch, Gemüse. Alles allein. Wenn du willst, kein Problem. 5, 4, 3, 2, Gemüse. 1. Da. Okay, was war's? Ich bin ein amerikanischer Supermarktverkäufer, aber als Türke. Okay, ja. Okay. Ja, stimmt, was du gesagt hast. Alles Idris setzt dich gerade wieder hin. Das war gut. Wir haben ein Special für dich. Schade, dass ihr das jetzt nicht rausgefunden habt. Aber wir haben ein Special für dich. Du kriegst den Umschlag. Bitte einmal öffnen, nicht in die Kamera zeigen. Am besten einfach hinter dem Vorhang genau, öffnen und dann. Gerade hinter dem Vorhang. Genau. Wir müssen erraten, was ist gerade da drin. Darf ich ganz kurz? Wir müssen erraten, was er uns da jetzt vorliest, theoretisch. Weil er liest uns jetzt einen Text vor. Und wir müssen aber erraten, was für ein Lied das ist, theoretisch. Weil er ist ja Lyriker und Dramatiker und so. Okay, es kann Rap-Text sein, kann aber was anderes sein. Ich bin gespannt, ob du es rauskriegst. Mit Künstlern allem? Na gut, es wäre besser, ja. Also ich denke mal, Künstler wäre schon gut, ja. Aber das Wichtigste ist der Titel. Der Titel wäre schon echt extrem wichtig. Okay. Hassan, bist du bereit? Ja. Alles klar, dann dreht gerade voll im Vorhang. Text vortragen. Ja. Alles? Bis zu einem gewissen Punkt. Ja, also, soweit es geht. Soweit wie es geht, genau. Ihr könnt mit uns kein Brot brechen, am Tisch sitzen, in diesem Kreisen nicht mitmischen. Für Kripos bin ich Michael Meyers. Ihr Rappvögel seid Pleitegreis, weil Zahlen nicht lügen. Guck auf die Tabelle. Ich bin im Ghetto wie Raubüferfälle. Sony is back. Mission komplett. Rapper wollen Ghetto sein, wissen nicht wie König im Dschungel und König im Affenstall. Manche nicht mit bei den Masken mal. Mein Palast wie der Taj Mahal. Ich weiß es.
Also du, sag du, ich weiß nicht, ob es stimmt. Versuch mal. Also ich hätte gesagt, dass es von Bushido ist. Ist das schon mal richtig? Ich denke mal schon. Steht die Frau? Stehst du da drauf? Ja, ich glaube nicht. Aber, wir brauchen den Titel, wie gesagt, das ist das Wichtigste. Können Sie nochmal von Anfang bitte? Gerade die ersten zwei Sätze. Ihr könnt mit uns kein Brot brechen. Am Tisch sitzen. In diesen Kreisen nicht mischen. Für Kripos bin ich Michael Meyers. Ist es Brotbrechen? Ja, das ist Brotbrechen. Ja. Natürlich Brotbrechen, Sonntags. Ja, ist vom Bushido gewesen, oder? Auf jeden Fall, Sie kennen sich auch mal hinsetzen. Hasan, du kannst dich schon mal hinsetzen. Cool. Ich bedanke mich bei euch. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch sehr, sehr viel Erfolg in eurem Leben und viel Glück in eurer weiteren Karriere auch noch. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Hat mich gefreut. Beim nächsten Mal kommst du mir entgegen? Genau, dann machen wir das. Ich darf jetzt die Theatermacherin und Schriftstellerin vorstellen, die Frau Luise Rist.